Die staatliche Kunsthalle Karlsruhe hat erstmals die Chance, in Deutschland eine große Ausstellung dem französischen Maler Camille Corot zu widmen. Das ist eine Premiere und es geht uns vor allem natürlich darum, diesen Künstler dem hiesigen Kunstpublikum nahezubringen. Er gilt als der unbekannte Bekannte der französischen Kunstgeschichte. Und das hat uns veranlasst, auf jeden Fall nicht eine vollständige Retrospektive zu machen, aber sehr wohl mit den Hauptakzenten das Werk zu umreißen und zu veranschaulichen. Gilt gemeinhin als einer der letzten Klassiker und als einer der ersten Modernen, denn er hat wirklich diesen Brückenschlag gemacht von der klassizistischen Malerei, die von den Regeln der Akademie sehr geprägt gewesen ist, bis hin zu einer Weiterentwicklung der Freilichtstudie, die wichtig für die Impressionisten gewesen ist. Corot hat seine Zeichnungen wirklich als Grundlage jeder Kunst angesehen. Und diese Zeichnungen sind deshalb so interessant, weil man eigentlich seinen künstlerischen Weg verfolgen kann in einer Parallelwelt der Linie auf Papier, so wie er es mit Farbe auf Leinwand gemacht hat. Die ersten Zeichnungen hat er mit spitzen Bleistift gezeichnet, weil er mit einer großen Akribie und mit einer großen Detailgenauigkeit die Sachen wiedergeben wollte, die er vor sich sah. Und das ändert sich zur Mitte des Jahrhunderts. Fängt er an, in seinen Zeichnungen schwarze Kreide und Kohle zu benutzen, einen sehr putrigen Stoff, mit dem er ganz idyllische, aber auch traumartige Landschaften aufs Papier bringt. Er verwischt die Kohle, er radiert hinein, er kratzt hinein und die Landschaften fangen an zu verschwimmen, ganz ähnlich wie sie in seiner Malerei verschwimmen. Corot ist ja hauptsächlich als Landschaftsmaler bekannt, aber er hat auch Figuren gemalt und genau das wollen wir hier auch zeigen. Zunächst mal geht es Ihnen in den frühen Studien darum, die Figur vor Ort einzufangen, die Kostüme zu erfassen, die sie tragen, Trachten, die sie tragen. Das ist ein Bereich sozusagen, den man bei ihm ganz stark beobachten kann. Corot hat 50 Porträts ungefähr gemalt. Die sind sehr wichtig für ihn, weil sie eine ganz besondere Qualität haben, die darin besteht, dass er versucht, das Wesen zu erfassen, nicht nur einen Moment. In einer Epoche, in der sich die virtuellen Räume auszudehnen scheinen, haben wir hier die Chance, einen Künstler kennenzulernen, der eine ganz besondere Sinnlichkeit in seinem Werk hat, eine besondere Emotionalität, was die intellektuelle Seite nicht ausschließt. Wir wollen dieses Einzigartige besonders sichtbar machen, nämlich Camille Corot als eine eigenständige Künstlerpersönlichkeit mit einer ganz eigenen Mentalität, einem ganz eigenen Weltzugriff. Das wollen wir mit dieser Ausstellung zeigen.